Es ist eng am Himmel über Château D. Jedes Jahr pilgern Ballonfahrer aus der ganzen Welt in das Dorf im Kanton Waadt. Hunderte Zuschauer sind heute gekommen, um zuzuschauen. Aber auch, um selbst zu fahren. Am Morgen. Die Fahrer machen ihre Ballons startklar. Zuerst blasen sie mit Ventilatoren kalte Luft in die ausgebreiteten Hüllen aus Nylon. Den Rest erledigen Brennerdüsen mit Propangas. Bis ein Ballon steht, vergeht mindestens eine Stunde. Geraldine Fasnacht legt ihren Wingsuit an, einen speziellen Fluganzug. Die Schweizer Extremsportlerin will heute nicht nur Ballon fahren, sie will aus einem herausspringen. Wenn oben der Wind heftig weht, kann es uns ziemlich weit davontragen. Dann wird es schwer, wieder hierher zurückzukommen. Aber unsere Wingsuits sind sehr groß. Normalerweise müssten wir zurückfliegen können. Während Geraldine Fasnacht schon aufsteigt, sind Jessica Schwarz und Philipp Duveau bei den letzten Handgriffen. Für die beiden Hobbypiloten ist das Festival eine gute Gelegenheit, auf Gleichgesinnte zu treffen. Heute soll Jessica Schwarz den Ballon steuern. Für sie ist es das erste Mal in einem so schwierigen Gebiet. Das Schöne am Ballonfahren ist eigentlich die Freiheit in der Luft und ja, das Draußensein und ja, über allem so zu schweben. Und naja, alles wird auf einmal ganz klein unten und ganz unwichtig. Und das ist traumhaft. Die Piloten genießen den Ausblick auf die Schweizer Alpen. Doch dann gibt es Schwierigkeiten. Der Ballon schwebt nicht wie geplant entlang des Tals ans Ziel. Der Wind trägt ihn weiter in die Berge. Jetzt nicht. Auch in Geraldine Fasnachts Ballon steigt der Adrenalinpegel. Die Absprunghöhe von 1500 Metern ist erreicht. Good luck, guys. Geraldine Fasnacht zündet eine Rauchbombe für die Zuschauer am Boden und springt. Das Startfeld ist mittlerweile weit entfernt. Diese Strecke muss sie nun erstmal zurücklegen mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde. Knapp 4 Minuten nach dem Absprung öffnet sie ihren Fallschirm. Punktlandung auf dem Startfeld in Château D. Ich habe euch ja gesagt, die Schwierigkeit ist immer zurückzukommen. Mit dem Ballon können wir uns nur von den Luftströmen treiben lassen. Als wir auf unserer Höhe angekommen waren, waren wir ziemlich weit weg. Wir mussten dann den richtigen Zeitpunkt abwarten, bis wir springen konnten. Auch Jessica Schwarz und Philipp Duveau haben in ihrem Ballon mittlerweile die schwierigen Windverhältnisse gemeistert. Wir haben die richtige Richtung wieder gefunden, indem wir geschaut haben, in welche Richtung geht es, in welcher Höhe. Und wir passen jetzt die Höhe wieder an, dass wir wieder in die Richtung kommen, wo wir hinfahren wollen. Kaum in der richtigen Spur angekommen, setzen sie auch schon zum Sinken an. Die Fläche, auf der sie landen wollen, ist nicht sehr groß. Hauptsache, kein Absturz in die umliegenden Häuser. Komm hoch. Ah, es ist wieder, d'accord. Ferm. Worum geht's gerade? Dass wir liegen gelandet sind und dass Philipp meint, dass ich das sehr gut gemacht habe. Weil wir nämlich mit 19 Stundenkilometern gelandet sind. Das ist viel oder wenig? Das ist relativ viel, ja. Die beiden Piloten packen ihren Ballon wieder ein. Sie werden abgeholt. Das Fahrzeug ist schon auf dem Weg von Château D. Langsam wird der Himmel über dem kleinen Dorf leerer. Die letzten Ballons setzen zur Landung an.